So, guten Tag, Leute. Wer kennt die Bank noch? Hier war ja mal mein verstorbener Bruder, die kleine Ratte. Da habe ich ja das Video gedreht, wo ich einige Bikes bewertet hatte. Ich dachte, hier mache ich jetzt mal ein bisschen Pause. Und jetzt gibt es eigentlich keinen klassischen Motorvlog, sondern einfach nur Landschaft genießen. Ich habe jetzt auch ein bisschen Musik nebenbei an. Ich hoffe, die stört jetzt nicht ins Mikrofon rein. Sehr schön hier am Rhein die Strecke. Kann man auch schön spazieren gehen. Gerutscht oder weggeklappt vorne. Gut, hier kann man jetzt nicht schnell fahren. Hier ist ja bald nur 50 und 70, glaube ich, jetzt. Aber es ist trotzdem schön hier. Ich mag es allgemein immer am Rhein lang zu fahren. Immer ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Wind. Das Wetter genießen, Leute. Ich hoffe, ihr macht das auch. Einmal ein bisschen random durch die Gegend fahren.
endlich Sommer, Leute. Immer noch 27 Grad oder 26 Grad. Wir haben schon 8 Uhr. Einfach sexy. Noch gar nicht außerhalb. Oh. Jetzt erst. Das ist auch verwirrend hier. Bestimmt cool, mit so Quad durch die Gegend zu fahren. Gerade auch so Offroad. Bisschen mal durch die Pfützen fahren. Stell ich mir auf jeden Fall auch ganz cool vor. Schade, jetzt habe ich natürlich rot. Also Leute, ich rede auch nicht viel. Ab und zu kommentiere ich sicherlich mal das ein oder andere, aber ich werde auch, glaube ich, gar nichts schneiden hier. Sondern einfach fahren genießen. Für diejenigen, wenn da jemand Bock drauf hat, da zu gucken, dann guckt euch das an. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es passiert ja nichts, außer dass ich fahre.
definitiv eine Strecke, die eher für eine Shopper geeignet ist, von den Geschwindigkeiten her. Aber ich fahre trotzdem gerne lang. Fahren echt einige dicke Karren lang. Schon zwei Nissan GT-Rs, dann jetzt der Camaro. Schöne Kurven, die könnte man mal nachts fahren, wenn hier keiner ist. Schönes Auto. Definitiv. Würde ich sofort nehmen. Oh. Den Blick jetzt rein. Schön an der Rheinbrücke hier im Wesel. Oh, da gibt aber Stoff da vorne. Ich habe keine passende Kleidung an. Einfach nur herrlich hier. Da hinten die ganz, ganz, ganz alte Zugbrücke. Schön. Die Rheinbrücke ist nachts auch schön beleuchtet. Habe ich auch schon fotografiert nachts, kann ich ja mal reinhängen.
einfach schön hier. Wetter ist echt klasse. Es kühlt sich gerade, ne, noch nicht so richtig ab, aber nicht zu schnell fahren hier. Also ist schon so, dass man bei so einem Motorrad, wenn man mal ein bisschen Gas gibt, echt schnell bei Temperaturen, ach, bei Temperaturen soll ich schon, bei, bei Geschwindigkeiten ist, die auf jeden Fall zu hoch sind. Schön die Silhouette von meiner Z. Und dann der fette Klops hier drauf. Schöne ZX12R gewesen, glaube ich. Die habe ich auch mal gehabt in Rot.
guck zwischendurch mal, ob die Kamera noch aufnimmt. Sollte die Kamera jetzt einfach irgendwann mal ausgehen wegen Akku. Ich mache jetzt, glaube ich, keine Abmoderation oder so, sondern lasse einfach das Video dann ins Dunkel laufen. Ist ja eh kein Motovlog. Außer es passiert jetzt irgendwas. Schöne ZZR. Hab ich auch mal gehabt.
Ja, Bauernarbeit, ganz, ganz, ganz wichtig. Verteufelt die armen Bauern nicht. Die bringen uns das Essen auf den Teller. Denn hier Kies in der Kurve. So gefährlich. Also Leute, wenn die Kamera noch an ist, dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr habt, wenn der ein oder andere vielleicht bis zum Ende geguckt hat, die Landschaft oder das bisschen Landschaft genossen. Und jo, das ist so meistens so die Strecke, die ich fahre. Da hinten lang, wenn ich so ein bisschen gemütlich drauf bin. Ja, und dann haut rein, Leute. Genießt das schöne Wetter. Grillt, trinkt, fahrt Motorrad. Wir sehen uns. Haut rein, Leute.